Jäger jeden soweit. Tja, dann muss er sich was ausdenken. Ich weiß, wozu Jäger fähig ist. Ich hab's gesehen. Er kann unendliche Schmerzen zufügen, ohne zu töten. Ich glaube, er ist ein bisschen verrückt. Ja, ich habe noch nie einen solchen Hunger gesehen. Lass uns nach der Schicht in Gier wegschneiden. Ich habe gerade wenig Geld. Keine Sorge. Ich sag Kessler dem Wirt, dass er es für mich anschreiben soll. Zurück zahle ich sie mir nicht.
dieser Kamin nicht schon letzte Woche repariert werden? Mist. Diese hirnverbrannten Idioten können nichts richtig machen. Dschungel auf sich allein gestellt war? Mit ihrem Bein? Wie kann man so etwas überleben? Mit einem Willen aus Stahl.
not short on surprises. Band 8, Wolfsburg-Protokolle, Befrager Helga vom Schaps, Patient Nummer B6, Rudolf Trommler. Schuster leidet unter Depressionen, Wahnvorstellungen, Bettnässen. Sagen Sie, Herr Trommler, fürchten Sie gerne Schuhe an? Ja, sehr gerne. Das ist das Einzige, was ich kann. War Ihr Vater Schuster? Ja, das war er. Wollten Sie hier etwas anderes werden? Die im 10. Jahrhundert abgebrannt ist? Ja, ich bin heimlich mit meinen Freunden dorthin. Wir haben immer gespielt, dass wir ein Abenteuer erleben. Herr Trommler, das kann ich mir vorstellen. Als kleines Mädchen habe ich nämlich im Wald vor unserem Haus Ritter gespielt. Bitte beschreiben Sie mir Ihren Traum weiter. Also ich liege im Gras. Schalt mir warm auf die Haut. Aber von Osten her zieht dunkle Wolken. Und plötzlich spüre ich, wie Hände aus dem Boden kommen. Schreckliche, verdrehte Hände. Mit verrotteter Haut, die Papierstreifen vom Fleisch lösen. Und sie starten an mir und zerren mich unter die Erde.
hast wie gelebt. Und wenn sich das Ding im Dunkeln auf dich stürzt, dann kann ich nur noch schreien und dann schreien. Oder ich aufwache. Wake up. Gotta wake up. Come on. Wesley. Blazkowicz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. You all right there? Huh? Ah, I was a bit worried we had lost you. Greta, bleib! Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Aha! Little Nazi fuck. You are a funny man, clone of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hoover Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Your comedy act won't save you. Talking will.
Why do you insist? Your boys are dying out there, on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me! Sorry, I couldn't save you, pal. Ah!
Get a grip, BJ. Carry on with the plan. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. No hill for a stepper, right, Billy boy? No hill for a stepper.